Etwa 400 Menschen haben heute gegen einen Aufmarsch von rund 20 Anhängern der rechtsextremen AG Nordheide demonstriert. Diese hatte auf ihrer Internetseite in der Fußgängerzone von Buchholz zu einer Kundgebung unter dem Motto Asylflut stoppen aufgerufen. Mit der Gegendemonstration wollten die Buchholzer ein Zeichen setzen gegen Rechts und für Toleranz. Gerade weil ja diese Kundgebung angemeldet wurde, die rechte Kundgebung unter dem Begriff Bürgerbewegung. Und uns war wichtig zu zeigen, das ist nicht die Bürgerbewegung, sondern die Bürgerbewegung ist hier. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus Politik, Gewerkschaften und Kirchengemeinden. Es war vor genau 6 Jahren anlässlich einer NPD-Demo in Buchholz gegründet worden. Heute wollten die Initiatoren zeigen, ihre Stadt steht hinter den Flüchtlingen. Wir haben überall in den Ortschaften, umliegenden Ortschaften, haben wir Flüchtlinge untergebracht. Die sind sehr zufrieden, da wird sich rührend und ganz toll drum gekümmert. Und das ist alleine schon ein Zusammenhalt, der ist einfach nur noch wunderbar. Die Polizei war mit rund 250 Einsatzkräften vor Ort. Die Demonstration verlief insgesamt friedlich.